bin wieder in San Lessin. Ich muss sagen, dass das ein wirklich schöner Loading Screen ist. Erinnert mich so an Jules Verne Roman. Ich hätte jetzt echt mal wieder Bock auf Jules Verne. Entweder ist mit dem U-Boot oder Mittelpunkt zur Erde oder 80 Tage um die Welt oder im Ballon. Der hat so viele gute Romane geschrieben. So, wir sind wieder hier. Jetzt habe ich 10.000 Echos. So kann ich schaffe. Ja. Zur Erklärung, wie macht man das, ja? Wenn ihr das Spiel auch spielen wollt und das... Also, wie gesagt, wenn ich das richtig spielen wolle, ja, so richtiges Let's Play, ein langes, ja, weil ich das Spiel gekauft habe, werde ich vermutlich irgendwann eh tun, ne? Ich kenne mich ja. aber ich habe ja nur 2 Tage Zeit, also nicht mal 2 Tage. Und ich will ja trotzdem ein bisschen was in dem Spiel hier zeigen. Und beziehungsweise auch sehe, ja, auch selber sehe, bietet sich das für mich an. Falls ihr das auch irgendwie machen wollt, ihr müsst den Safe Game finden, das ist so schwierig nicht zu finden. Mittlerweile, ich denke, die meisten Leute wissen das, wenn ihr ein Spiel bei Steam, ja, runterladet, dann wird das Spiel installiert in dem Ordner Steam und dann klickt ihr euch durch 25 verkackte Mini-Ordner und dann landet ihr irgendwann in so einem riesigen Ordner, also in meinem Fall ist das ein riesiger Ordner mit 182 Einträgen und da ist halt das Spiel San Lessin drin. Da findet ihr aber kein Safe Game, weil, jetzt kommen wir zu der Krux, das wissen aber mittlerweile glaube ich auch die meisten, bei einem Windows-System, wie zum Beispiel Windows 8.1, da werden die Safe Games abgelegt unter, im Allgemeinen auf eurer Systempartition, Benutzer, ja, User, wenn ihr auf Englisch Spiele eingestellt habt, dann klickt ihr euch da durch wieder irgendwelche Ordner, Local Row und hast du nicht gesehen. Und dann kommt man auch irgendwann auf einen Ordner. Der heißt allerdings dann nicht San Lessin, der heißt dann nämlich eben Fail Better Games. Und da ist das Safe Game drin. So, und das ist so eine komische Datei. Ist auch völlig wurscht, dass das für eine Art von Datei ist. Interessiert erstmal gar nicht, weil ihr könnt sie bearbeiten mit dem Editor, also zum Beispiel Notepad. Ja, kann ich empfehlen, kostet nichts, ist ein schöner Editor, habe ich mir damals runtergeladen fürs Medieval 2 Modding. Weil da unheimlich viel mit Texte-Editoren läuft. Und da lässt sich das ganz gut mit, also einfach Rechtsklick, ja, auf die Datei, dann mit Notepad öffnen. Und dann ist er ein Wust, ein endloser Wust. Und relativ gegen Ende kommt so eine Zahlenkombination, dass, also entweder ihr macht es ganz primitiv und guckt einfach, wie viel Geld habt ihr, weil da, wo, ich glaube, Title war es, hinten dran steht dann so ein Gleichzeichen, da steht dann die Zahl des Geldes, ich glaube dann 40, 70, was auch immer, bei mir war es halt 0. Und da gebt ihr halt ganz ordinär einfach die Zahl an, die ihr wollt, und dann speichern und dann habt ihr das in diesem Safe Game entsprechend drin. Also nur, falls ihr das machen wollt. Ich kann, wenn ihr das unbedingt nochmal genauer wissen wollt, kann ich euch das auch nochmal genauer aufschreiben unter das Video oder so. Ist ja kein Ding. So, jetzt haben wir Geld, ja? Jetzt haben wir Geld. Geld, wir sind reich, wir sind richy rich. Jetzt kaufen wir uns alles, alles. Kaufen wir uns erstmal neue Schiffe. Na, wir hauen das Geld jetzt. Oh, warte mal, ich hätte noch mehr nehmen können. Ich stelle nicht gerade fest, ein richtig fettes Schiff kostet noch mehr. Ich bin gleich wieder da. Jetzt haben wir 100.000 Credits. Jetzt können wir einkaufen. Jetzt neige ich aber dazu zu sagen, wir kaufen erstmal genug Sprit und alles. Und dann fahren wir zurück nach London, kaufen uns erstmal ein neues Schiff. Das reparieren wir gar nicht mehr. Jetzt haben wir Geld. Wir sind richy rich. Komm, gib Schub. Wir können es uns jetzt leisten. Warum habe ich eigentlich keinen Ton? Höre ich nichts. Das höre ich. Warum höre ich das? Ne? Ich habe den Computer leiser gemacht. So. Ich habe immer noch ziemlich leise. Auf, gib mal Gummi. Wir sind jetzt reich. Jetzt können wir richtig raushauen mit dem Sprit. So lobe ich mir das. So macht das Spaß.
kaufen wir uns erstmal einen Dreadnought. Richtig fetten Dampfer mit richtig Wumms oben drauf und dann erforschen wir das hier mal richtig. So ein kleines Dampfboot. Sehr witzig. Ne, also, nee, ernsthaft. Also wenn ich das richtig spiele wollt, ein richtiges LP, würde ich das natürlich nicht machen, mir ihr Geld cheate. Ist natürlich witzlos, ja, man nimmt sich halt schon viel. Auch wenn viele sagen so, weil eben Geld so knapp ist und man braucht aber ständig Geld, um halt das Spiel überhaupt richtig spielen zu können, neigt man dann dazu, sehr viel Zeit mit Grinden zu verbringen. Was ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt das Maß der Dinge finde. Also ich finde, da geht der Spielspaß schon sehr schnell flöten, wenn man im Prinzip in einer Tour immer das Gleiche macht, bloß mal halt Geld irgendwie zusammen zu backern. Da kann man sich natürlich dann schon überlegen, man dann ja doch lieber sich ab und zu mal irgendwie 50 Euro extra überweist, nur damit man gescheit spielt. Ist aber, glaube ich, jedem selbst überlassen. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, weil ich das Spiel nicht richtig gespielt habe. Wenn ich das mal irgendwann habe und ich fange das mal richtig an, dann sehe ich das ja. Aber ist ja schon maximale Geschwindigkeit, jo. Ist immer noch so lahm. Gucke, ob der Dreadnought ein bisschen schneller ist. Dann mag gleich ganz andere Offiziere haben, oder? Oh, gucken wir mal. Aber ich finde das schön hier gemacht mit dem Wasser hier, das, mit dem kleinen Dampfer. Genau. Dockern. Was? Ja, wir sammeln erstmal ein. Ja, früher, also Days, Chasen, uns zu sein. A little gift. Messerstiche. Ja, lass mal kurz sein. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wird der automatisch verkauft? Ich will was Richtiges haben. Diese Exception. Die Ausnahme. Ich sag gleich nur doppelt so teuer wie hier. Der Knallheinz hier. Ah genau, man kriegt die 1000 in den Wert direkt abgezogen, das heißt, das Schiff ist weg. The Backbone of the Royal Navy. Als die Navy noch ein Backbone hatte. Sehr schön. Eine Krawatte. Naja, Quatsch, Leute, komm, wir haben noch die Kohle, raus damit. Hülle 600 statt 75, da kann man das auch schon mal näher. Ja, alles klar. Wir nennen sie Intrepid. Die Unerschrocken. Ja, Blücher nennen können. Ja, oder Scharnhorst. Das ist sie. Sieht so klein aus. Ja, ist aber offensichtlich. So, Torpedo-Komponenten. Achso, das ist Händler. Achso, okay. Da haben wir das. Flair. Jo, kaufen wir mal Flair. Machen wir mal ein bisschen Sprit. Gut, Cargo ist natürlich, müssen wir mal gucken. Ja? Boxfire Candles. Wie viel Platz brauchen das? Ach, das nimmt auch direkt ein Platz weg, okay. Was ist das denn? Ach, der verkauft alle möglichen Krempels. Für eben für den Handel, ja. Achso, die kann man so nicht rekrutieren, okay. Das ist jetzt natürlich der Punkt. Da kann ich ja wahrscheinlich irgendwas reinbauen. Gucken wir nochmal hier. Da, das ist da wahrscheinlich, oder? Leadbeater in Stanroad. Ja, und was haben wir? Die haben wir doch schon. Die Mark 2.
Forward Weapon. Ja, das wird dann... Nee, das ist... Ah, das ist hier, okay. Wir kommen der Sache näher. Das brauchen wir noch hier. So macht das ja Spaß. AFT-Weapon. Das Vorwort. Deck. Wir brauchen noch irgendwas für Bridge, wir brauchen noch was für Auxiliary. Also, ja, Auxiliary. Mal gucken. Ach, das ist AFT. Das ist Auxiliary, okay. Für Bridge müssen wir mal gucken, da habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Hier kann man... Da kann man das Schiff an sich verbessern. Ah, das repariert dann schneller. Engines. Na, 3500. Kostet auch 5000. Ja, Spaß muss sein, oder? Jetzt kommen wir doch schon mal näher. Ach, das kann man jetzt verknittele. Da können wir das sell, aber das andere, was wir schon hatten, das ist da nicht dabei. Also für Brücke, für Bridge habe ich noch nichts gesehen. Das denn? Ah, okay. Das macht das ein bisschen leiser. Also, ach doch, hier, Bridge. Ach, ah, das macht man auf die... Das Zeug kommt auf die Bridge. Ja, komm, wir haben es doch. Wir nehmen es vom Beste. So. Offices. Journal. Hold. Story. Jetzt können wir natürlich uns hier ein bisschen umgucken. Ja, okay, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich will ja...
Ah, hier kann man sich quasi Aufträge abholen. Wir sollen zu Corsairs Forest, um Informationen abzuholen. Okay. Universität. Mein Tarot ist erst bei 4. Wir brauchen mehr Crew. Brauchen wir noch mehr Crew? Na, das haben wir auch Terror verloren. Durch Geschichten erzählen. Komm, wir nehmen noch ein bisschen mit an Bord. Put your ship in dry dock. Nee, das brauchen wir nicht. New Recruit. Diese... Ah, ein Offizier. Maybe his daughter. Oh, das hat ja was für eine Serenity, ein weiblicher Ingenieur. Finde ich gut. Chief Engineer. Die kleine Kaylee. Na gut. Maybe so. Gut. Gehen wir nochmal in die Stadt. Verschlüsse. Warum? Achso, ein anderer Tag. Okay. Ein bisschen Glücksspiel. Nee. Universität. Brauchen wir jetzt einen Schnitt? Daher würde ich sagen, wobei, gut, wir haben einen Auftrag, ja, für die königliche Gedönsigkeit. Was? Ja. Steht jetzt aber irgendwo, irgendwie nirgendwo, oder? Ich könnte mal ein Haus kaufen. Bin dafür, dass wir mal auslaufen. Na hallo. Komm, da sagt er schon gleich näher. Oh, was ist das denn? Irgendein Feind.
Aber zum Matsch verwandelt. Der ist schnell. Gib mal ein bisschen Schub. Ich stehe da drauf. Jetzt macht das nur Spaß. Hey, wir haben genug Zeug zum Einkaufen können. Aha. Warte mal, sammeln wir im anderen Krempels auch ein. Dann machen wir Butchert. Jawohl, sind wir alle sind alle satt geworden. Ah ja, ein Riesenhummer kann man ruhig mal essen. Wenn man sowas mag. Ich bin jetzt ja nicht so der Fan von Anführungszeichen Meeresfrüchten. Ja, ich stehe auf richtige Früchte. Obst, ja. Banane, Äpfel, Birne. Das esse ich gern. So mit Hummer und Krebs und Krempels. Na, lass mal stecken. So, da ist aber ein Hafen. Da können wir mal einlaufen. Wir verbrauchen nämlich gar nicht den Sprit. Fällt mir bei der Gelegenheit mal auf. Ups. Ja, bis. Ja, wie sie angebumst haben. Egal. Kleine Vorrat. Ja. Kleine Hafen. Nee, machen wir nicht. Muckefuck. So, jetzt. Ja, nicht an Bumse. Mann, das kann nicht sein. Ich hatte Rückwärtsgang befohlen. Nee. Ich glaub's dir nicht. Jetzt aber. Naja, wir haben genug Supplies. Wo ist eigentlich jetzt dieser Forest? Wir haben doch so einen Auftrag, oder? Wir sollten doch irgendwas mit Wald, Forest, Gedöns, Informationen abholen. Ja, Geschwitz. Little Ships, Waters hier, so Crew. Naja, soll ich mir jetzt anstellen. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein Feind. Keine Ahnung, wer das ist. Aber er ist ein Noob. Boah, der schießt zurück. Ha. Du Kack, du. Fehlschuss. Willchen komme, hä? Kleiner Scheiße. Das kannst du knicken. Das hat geplündert. Ne, wir sind ja die Guten. Take what you can, erfahren. Ist unglücklich. Was? Weil die so gefängt. Ach, das war gar kein Feind. Wir haben den einfach so angegriffen. Das war einfach ein Händler, oder was? Er schlicht. So, ich hab gedacht, das wäre Pirat gewesen oder sowas. Naja, gut, auf einer Seite. Komfort schon geschaffen. Da ist ein Pirat.
drauf, dran, drauf, drüber, deutsche Panzergrenadiere. Gleich sind wir in Reichweite. Mua. Ach, alter Kutter. Jawohl. Ein bisschen Treibstoff aufgenommen. Jetzt macht das Spiel richtig Spaß. Völlig überlegen, das Kriegsschiff. Was ist das denn? Wird überhaupt nicht angezeigt. Klang. Klischt auf dem Deck. Ach, das kann sein, dass das eins von diesen Markierungsschiffen ist. Im hier im Kanal, ja, zwischen England und Frankreich, da gibt es ja auch so Schiffe, so früher nannte man die Feuerschiffe, heutzutage macht man das immer mit Feuer, und die sollen halt vor Untiefen warnen, vor so Sandbänken und sowas. Quasi Schiff mit einem kleinen Leuchtturm drauf, ja, um es mal ganz einfach auszudrücken. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Vorräte? Das war doch eigentlich massig wie 8. Scheiße, wir müssen, bevor mich die eigenen Leute wieder fressen wolle. Es ist schon schön geschrieben. Aber so eine richtige Karte? Ach doch, da ist sie. Mutton Island, da müssen wir hin. Wir packen das jetzt gerade voll mit Supply. Gut, wir haben relativ viel verbraucht beim Futtern. Quatsch, Futtern beim Reparieren. Nein, 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 nicht gleich angreife. Nee, das ist ja ein harmloser kleiner Dampfer. Wir haben ja schon einen aus Versehen platt gemacht. So, wir haben es gerade so noch geschafft. Ja, aber überlegt mal, wenn man keine Asche hat und 3 Minuten Fahrzeit und schon zack. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Also... Schon ist das Ding leer. Achso, ich muss den gar nicht wenden, der wird automatisch gewendet. Deshalb bin ich für ihn da angedockt. Gut, ich fahre die ganze Zeit in der Volldampf. Ja, dann brauche ich natürlich entsprechend Sprit, aber jetzt habe ich immer die volle Besatzung, die das Schiff tragen kann und habe trotzdem relativ hohen Verbrauch. Was ist jetzt los? Irgendwas mich angreifen. Ach, der wieder. Gut, hat das überlebt. So ein schofzäckliches Vieh. Jo, aber... Andererseits... Wir müssen hier bis auf die Küste zuhalten. Ja, das ist der kleine Dampfer, den wir vorhin gesehen haben.
Ist der abgesoffen? Ich bin nicht schuld. Ausnahmsweise. Ich weiß nicht mal genau, was das hier ist. Klang. Okay, es geht nicht von alleine auf. Ha, was ist das denn? Kanal, Staging, Aha. Nee, wir sind noch ganz gut versorgt. Alles gut. So, da kann man quasi zur Oberfläche mit dem Schiff oder was? So ganz, also das scheint wohl so zu sein. Ich finde aber diesen Wald nicht und angeblich soll der ja gar nicht so weit weg sein von London. Nur ein bisschen umgucken. Ich weiß aber auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon im Spiel bin, ob ich jetzt schon besser wieder einen Cut setze und wir sehen uns hier gleich wieder. Im Moment macht das nämlich, jetzt macht das nämlich richtig Laune. Ist ja was, das könnten wir eigentlich. Ja, wir gucken mal kurz, ob wir noch irgendwo einen kleinen Hafen oder was finden. Oh, das sieht ungesund aus. Da sollten wir besser nicht reinfahren. Nicht mal mit so einem dicken Schiff, wie wir es haben. Die Eiserne Republik. Ah, da liegen wir an. Ich glaube, der Einzige, der mit einem Dreadnought und der Volldampf in so einen Hafen reinballert. Schön. Also, ich würde sagen, ich setze einen Cut und wir sehen uns hier gleich wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.